an, das ist für Damen, ansonsten ist nämlich hier falsch. Ah, denn man was leiser. Kindergarten für den Jet Set. Definitiv nicht mein Stammlokal. Zeit für das Sexy Girl. Yeah. Schauen wir, wenn das so fein ist. Der schöne Rock. Was soll man machen? Also wenn das jetzt keine Aufmerksamkeit von diesem Arschloch kriegt, dann weiß ich auch nicht mehr. Na dann, nächster Versuch. Ja, er scheint beeindruckt zu sein. Wow, ich fühle mich geehrt. Hey, danke, dass du meine Einladung angenommen hast. Bist du neu hier? Du wärst mir ganz bestimmt aufgefallen. Ich heiße Paco. Und du? Madison. Ich bin Madison. Ah, ich stehe auf deinem Stil, Madison. Da wird mir ganz heiß unter Kragen. Vielleicht können wir diese Unterhaltung ja fortsetzen, aber... Wie war's? Oh, klar, Baby. Ja, komm mit mir. Oh, Mann. Eine Schande für die Männerschaft ist der Typ. Oh. Leute, lasst mich doch mal durch. 1er! Mit der Waffe zum Reden und verschwinde, bevor ich Ärger kriege. Alles wird gut. Alles wird gut. Hoffen wir es. Du hast einen schönen Rock zerstört dafür, also das muss sich lohnen. So, willkommen in meinem Reich. Schick. Bisschen zu viel Zebra, aber ansonsten schick.
Ich nehm die. Die ist ja sonst nur im Weg, Herzchen. So, zeig mir, was du kannst. Zieh dich aus. Langsam. Zieh alles aus, Baby. Krieg ich einen Drink? Einen kleinen Drink. Nur zum Warmwerden. Mir ist schon warm genug, Süße. Ja, jetzt wird's heiß. Los, zeig mir was. Könnten wir erst reden? Oh nein, wir brauchen nicht reden, Baby. Das habe ich satt. Los, zeig mir, was du kannst. Tut mir leid. Ich glaube, das ist ein kleines Missverständnis. Ich muss jetzt gehen. Alles klar? Ein andermal. Du hast da wohl was missverstanden, Süße. Du verschwendest meine Zeit. Alles oder nichts, Baby. Und ich will immer alles. Nee, jetzt, oder? Die Lampe. Wenn ich nur da dran käme. Ich hab's. Echt gesessen. Gut gemacht. Ja, sehr gut gemacht, Madison. So. 8-2. Loverboy packt aus. Warum haben wir nicht noch unsere... Ah, die Knarre haben wir in der Hand. Na dann. Wach auf. Es macht Spaß, dich zu schlagen, aber wach auf. Ah! Wenn du schreist, bist du tot. Klar? Shit. Was willst du? Du hast eine Wohnung in der Marble Street. Ich will wissen, warum. Eine Wohnung? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Aha. Ah, du Scheißnutte! Du bist tot! Das macht Spaß. Nicht schlecht für eine Chica. Aber du hast nur meine Gefühle verletzt, Herzchen. Boss? Ist alles okay? Sein Blick! Wenn dir deine Eier was wert sind, Paco, dann fang endlich an zu reden. Ah, was machst du? Nein, hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich werd gerade erst warm. Willst du mehr? Ah, ich war nie in der Wohnung. Ich hab die Schlüssel so einem Kerl gegeben. Er hat etwas gesucht. Er hatte viel Geld. Wie hieß dieser Typ? Oh. Wie hieß dieser Typ? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Ich weiß es.
Boah, was noch? Mir gehen bald die Finger aus. Shepard! Er heißt John Shepard. Mehr weiß ich nicht. Na geht doch. So, das war doch gar nicht so schwer, oder? Es war wirklich romantisch mit dir. Aber ich muss los. Man sieht sich, Loverboy. Super. Madison, du bist unsere Heldin. Zeit zu verschwinden. Mein Kopf explodiert gleich. Durch die ganze Menge hier. Leute, macht mal Platz. Ehrlich, bei Madison kann man einfach nur applaudieren. Ich meine, was diese Frau alles schon geschafft hat, also, oh. Ich könnte schon fast sagen, ich bin verliebt. Ich suche Paco. Paco, hier gibt's keinen verdammten Paco. Verpiss dich. Sind Sie absolut sicher? Er ist im Büro. Die Treppe hoch. Danke. Na, wer Schwein, dass Madison schon weg ist. Wurde er jetzt erschossen? Ich würde sagen, wir können ruhig rein. Er ist tot. Hinter dir, hinter dir! Wow. Wer bist du? Wow! Hilfe! Ach, das ist schon ein Aquarium. Na, warte! Oh,
Seine Jackentasche. Ich habe sie beim Kampf abgerissen. Zwei Belege von derselben Tankstelle. Interessant. Ja, wir müssen jetzt alles untersuchen. Funktioniert die Brille noch? Werden wir sehen. Jetzt scheint alles normal zu sein. Madison Page. Was wollte eine Journalistin hier? Ah, sie ist Journalistin, aha. Na, da hat sie ja nur halb gelungen mit Fotografin. Orchideenduftstoff. Der beschissene Origami-Killer. Paco Mendez war kein Heiliger. Sein Vorstrafenregister ist so dick wie ein Telefonbuch. Irgendetwas hat der Killer gesucht. Wow, noch sehr viel mehr zu suchen. Kaliber 45. Ach, wieder Paco. Naja, was soll's. Ah, das ist noch was. Kaliber 45. Halbautomatik. Mhm. Ach, die Lampe. Zumindest kommt da Madison auf der Spur. Hier ist noch was. Wieder Madison Page. Sie könnte eine Zeugin sein. Eine Kugel genau zwischen die Augen. Sofort tot. Naja. Ich würde sagen, wir haben ja alles. Gut, brauche jetzt einen neuen Manager.